Glaubt man dem britischen Ex-Premierminister Boris Johnson, hat der russische Präsident Wladimir Putin ihm vor dem Ukraine-Krieg persönlich gedroht. Der Kreml-Chef habe ihm irgendwann quasi gesagt: Boris, ich will dir nicht wehtun, aber mit einer Rakete würde es nur eine Minute dauern, oder so ähnlich. Das erzählte Johnson der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge in einer BBC-Dokumentation, die am 30. Januar ausgestrahlt werden sollte. Die Äußerungen sollen gefallen sein, als der damalige Premierminister kurz vor der russischen Invasion in die Ukraine im Februar 2022 versucht hatte, Putin von seinem Kurs abzubringen. Dem sehr entspannten Tonfall nachzuurteilen und der Gelassenheit, die er an den Tag zu legen schien, hat er wohl einfach mit meinen Versuchen gespielt, ihn zum Verhandeln zu bewegen, so Johnsons Vermutung. Der 58-Jährige trat im Juli 2022 auf Druck seiner Partei als Parteichef der Konservativen und Premier zurück. Grund dafür waren die Partygate-Affäre um Feiern in der Downing Street während der Corona-Lockdowns sowie sein Umgang mit anderen Skandalen.